Es gibt nichts Besseres einfach, als diesen Planeten zu halten und zu schützen. Wir sind hier heute in Hamburg, im Eichenpark. Das ist in der, am Isebeck-Kanal und an der Außenalster, habe ich gelernt. Wir sind das erste Mal in Hamburg. Das heißt für uns auch aufregend und spannend und wir freuen uns total. Und wir haben hier ein Cleanup-Event organisiert und gehen heute zusammen mit den Freiwilligen auf dem Isebeck-Kanal paddeln und sammeln hoffentlich oder halt auch hoffentlich nicht eine Menge Müll. Also es kommt ja immer darauf an, wie man das betrachtet. Die Idee ist entstanden, als unser erster Vorsitzender Stefan angefangen hat mit dem Paddeln und auf den deutschen Flüssen unterwegs war und festgestellt hat, dass da enorm viel Müll zu finden ist und sich überlegt hat, dass er dagegen was tun muss. Und da er von Haus aus eigentlich Fotodesigner ist, hat er angefangen, den Müll in Fotokunstwerke zu verwandeln und so die Aufmerksamkeit der Menschen auf sich zu ziehen und auf das Projekt zu ziehen. Plastik im Fluss ist deswegen ein Problem, weil es halt ziemlich schnell auch kaputt geht und natürlich über die Flüsse ins Meer wandert. Da habe ich überlegt, wie kannst du das irgendwie in andere Form bringen, andere Blickwinkel. Habe das dann inszeniert, habe die Dinge mit einem speziellen Lichtkonzept ausgeleuchtet, fotografiert, aus der Vogelperspektive, relativ simpel und klar. Und die Leute waren direkt so, wow, was ist das? Wo kommt das her? Manchmal zerpflücke ich sie ewig lange, bis sie ganz, ganz klein sind und setze sie wieder neu zusammen, beispielsweise so als Schmetterling. Ja, Hammer. Also wir haben natürlich auch Glück mit dem Wetter gehabt, brasilianische Verhältnisse. Ja, es hat ein bisschen gedauert, bis wir so den ersten Sack voll hatten. Das macht Hoffnung. Nichtsdestotrotz kam da doch einiges zusammen. Ich glaube, zwei Fahrräder und ach, pipapo, eine große Plane und so weiter, die wir da rausgeholt haben. Und es hat sich allemal gelohnt. Und naja, ich als Hamburger, klar, Alster, das verbindet und ja, da wollte ich natürlich dabei sein. Heute das erste Mal, hat alles geklappt, richtig Spaß gemacht, das wird nicht das letzte Mal sein. Wir haben ein uralt aussehendes Fahrrad gefunden, also da waren schon so kleine Krebse dran. Das sah aus, als hätte es da mindestens 10 Jahre gelegen. Ich mache nächstes Jahr auf jeden Fall wieder mit, weil es einfach eine tolle Sache ist und weil wir Spaß hatten und wer weiß, was wir nächstes Jahr wiederfinden. Wir waren erfolgreich, finde ich so. Also hat Spaß gemacht und vor allen Dingen, wenn man zwischendurch, ich war ja auf dem Sub und nicht im Kajak oder Kanu, und wenn man zwischendurch mal ins Wasser geht oder irgendwie also aktiv am Rand ist, macht echt Spaß. Die Stadtreinigung Hamburg, die findet das toll, wenn sich Leute engagieren für die Umwelt, für ihre Stadt, einfach für mehr Sauberkeit in der City. Sowas macht die Stadt lebenswert, liebenswert. Das ist Teilhabe an der Stadt, finde ich. Und deshalb findet die Stadtreinigung das super. Unser Fazit ist super. Also es war eine ganz tolle Gruppe an Freiwilligen, die mitgemacht haben. Für uns ist total wichtig, dass wir von Partnern von außen unterstützt werden, wie jetzt zum Beispiel bei der R&V-Versicherung. Einfach weil das natürlich nicht alles über Privatpersonen gestemmt werden kann. Und wir, um so ein Projekt auch am Laufen und am Leben zu erhalten und damit es sich auch weiterentwickeln kann, natürlich finanziert werden muss.